Mai, bis vor kurzem war mein Leben noch stinknormal. Aber eines Morgens hat sich alles geändert. Und es geht nicht mehr weg. Denn was ich nachts träume, finde ich morgens in meinem Bett. Oder davor, oder darunter. Ja, klingt cool. Macht aber nur Stress. Das sind meine Eltern. Denen erzähle ich davon aber nichts. Das würden sie einfach nicht verkraften. Zum Glück gibt es Jem und Patty. Jem kennt immer jemanden, der helfen kann. Keine Sorge, ich kenne da wen. Und Patty? Ohne sie könnten wir echt einpacken. Aha. Manchmal wünschte ich mir, mein Leben wäre wieder so wie früher. Aber jedes Mal, wenn der Wecker klingelt, kriege ich voll den Wegschreck. Jani, ich gehe einkaufen, soll ich dir... Oh Gott. Ist alles okay? Muss ich mir Sorgen um dich machen? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist alles... Weißt du, was ich mir wirklich, wirklich von dir wünschen würde? Ein aufgeräumtes Kinderzimmer? Du bist so ein schlauer Junge. Bis gleich. Weißt du was? Wenn du schon dabei bist, dann kannst du doch auch einfach mal aussortieren. Ne? Später. Partyteil? Gibt's auch Kuchen? Seit wann gilt eine Party als Notfall? Kein Notfall. Und auch keine Party. Keine Party? Darum geht's. Oh. Cool, oder? Der stand heute neben meinem Bett. Oh. Endlich träumst du mal was Cooles, Diggi. Oh, edel. Ja, ne? Der macht 40 Sachen. 50, wenn du ihn richtig ankickst. Lass mich mal eine Runde mit dem Ding drehen. Aber ich hab von dem Ding geträumt. Ich hab's zuerst gesagt. Geh! Hasta la vista, Baby! Mamas Lieblingsvase. Sorry.
Das ist mein Scooter. Den schnapp ich mir. Hä? Du hast doch keine Zeit für eine Spritztour. Wir wollen Bäume retten. Wir stricken die Bäume in der Einkaufsstraße ein. Damit sie nachts nicht frieren? Mann, das ist doch die Protestaktion. Die Bäume sollen abgeholzt werden. Ja, nennt man Urban Knitting. Ja, toll. Super. Das ist wunderbar. Ach, die Bäume sind dir egal. Die Umwelt, das Klima. Geht dich alles nichts an? Naja, ich muss doch aufräumen. Ganz wichtig. Ganz dringend. Ich muss unbedingt noch aufräumen. Ich komme gleich nach. Versprochen. Wehe, wenn nicht. Doch, doch. Er ist hinter mir her, brüllt mich an, ich hätte sein Scooter gezockt. Wie kommt ihr denn auf so eine blöde Idee? Ey, was du da geträumt hast, das ist der Scooter von Brutus, der Schläger aus der 8A. Biberkacke. Ein bisschen Hilfe gebrauchen. So. Jeder eine Tüte, dann geht das ganz fix. Kommt. Hier lang. Beete-Kekse. Nee. Mund auf. Die sind super lecker. Ham. Und gesund. Ganz viel Eisen. Vielen lieben Dank. Wir müssen dann. Oh nein. Brutus, was hast du denn gemacht? Bist du hingefallen? Oh, mach dir keine Sorgen. Nein. Ich mach das. Den Sätzel? Das mache ich. Kein Problem. Keks essen? Weiter essen? Bin gleich wieder da. Einfach sitzen bleiben. Wo ist denn mein Liebzeug? Da ist es. Das haben wir gleich. Rein damit. Noch ein?
Nimm. So. Hey, Brudi, wir müssen hier verduften. So, still halten, sonst piekse ich dich. Brutus, wenn du nicht stillhältst, dann musst du die Hose ausziehen. Ich zieh die Hose nicht aus? Ja, dann halt still. Muss Jan, ist er da? Jan? Oder auch nicht? So. Na bitte. Das sieht doch schon viel besser aus. Mhm. So, noch ein Keks? Mhm. Das sind sie. Darf ich? Mhm. Fuck. Da sind sie. Los. Die kriegen wir. Los! Ich mach die fertig. Mit uns legt sich keiner an. Ich muss mit dem kleinen Ali reden. Du meinst Jem Lorenzo. Was auch immer. Wo ist er? Was willst du von ihm? Es geht sie gar nichts an. Mein Scooter. Und warum hat er deinen Scooter? Weil er ihn mir abgezockt hat. Er hat was gemacht? Oh, wie der gepurzelt ist. Ey, rettet, Bro. Ja, auf meine Mom ist Verlass. Brutus hat Angst vor ihr. Du bringst Brutus sofort seinen Scooter zurück. Ich habe meinen Sohn nicht zum Dieb erzogen. Hey, Hadi! Sofort, nicht erst morgen. Das ist alles deine Schuld. Was kann ich denn dafür? Ja, warum musstest du auch ausgerechnet vom Brutus Scooter träumen? Keine Ahnung. Vielleicht, weil wir den gestern gesehen haben. Und du die ganze Zeit davon gelabert hast, wie geil dieser Scooter ist. Nicht so schnell! Ich hab noch ein Hütchen mit euch zu rupfen.
Nein, mein Rüdiger. Jedes neue Elektrospielzeug muss er sich kaufen. Ja, aber so ein Ding für einen erwachsenen Mann. Dein Mann hat ihn nicht von mir gekauft, wirklich, Olivia. Aber ich mache dir gerne ein Angebot dafür, was du nicht abschlagen kannst. Wie wäre es mit 100 Euro? 120. Wow, das hast alles du gestrickt. Ja. Kann ich das fotografieren? Klar. Die kann man echt nicht allein lassen. Mir nicht sofort sagt, wo mein Scooter ist. Zum letzten Mal. Wo ist mein Scooter? Die sind geknebelt. Der Scooter, der ist bei mir zu Hause. Den kannst du gerne abholen. Im Wohnzimmer, hinter der Couch. Noch ein Keks für dich. Keks, Keks, Keks. Das Haus von der Verrückten betrete ich nie wieder. Du gehst. Los jetzt! Er ist gefesselt. Los jetzt! Jim! Finger weg, hey! Setz dich wieder hin, der bleibt. Alice ist meine Geisel. In einer Stunde bist du mit meinem Scooter hier. Oder ich verpasse deinem Freund ein Tattoo auf die Stirn. Cool. Aber aus dieser Mappe hier. Guck mal. Was? Ist das nicht schön? Das sind ja alles Mädchen-Tattoos. Ja. Also ich bin ganz hübsch. Ey, Wurm. Hopp, hopp. Die Uhr tickt. Oder ich verpasse deinem Freund ein regenbogenpupsendes Einhorn. Ja? Bitte nicht. Komm. Jawohl! Der Scooter steht nicht mehr bei dir zu Hause. Deine Ma hat ihn an den Müller verkauft. Was? 450 Euro? Heißes Teil, oder? Ja. Wir haben Interesse. Aber nicht 450 Euro. Dann kommt ihr am besten wieder, wenn ihr das Geld habt. Und zwar schnell. Der Scooter wird hier sicher nicht lange bleiben. Guckt euch mal das Trittbrett an. Und die Felgen. Wie wär's mit Ratenzahlung? Jeden Monat 10 Euro. Auf Raten kann ich lange warten. Gibt's bei mir nicht. Bitte, Sie verstehen das nicht. Es geht um einen Regenbogen. Pupsen ist ein Horn auf Jims Stirn. Keine 450 Euro, kein Scooter. Armer Jim. Ich kann ihm ja eine Mütze stricken. Stricken? Natürlich! Das ist die Idee! Komm mit! Und jetzt, meine Freunde, sehen Sie die Bäume mit einem wunderschönen bunten Kleid aus nachhaltiger Schafswolle von glücklich frei lebenden Schafen. Foto der Künstlerin für nur 10 Euro. Autogramm für nur 20 Euro. Drei
Sie jetzt zu! Nur noch eine Stunde sind wir hier, denn Patty muss sich dann ihrem nächsten Programm widmen, das der Umwelt dient. Eine Stunde ist um, ne? Jetzt geht's los. Ja, halt still. Sind Sie zu spät? Stopp! Ich hab meinen Scooter! Andy! Hier! Mach einfach die Stelle! Wir hatten einen Deal! Halt! Eine Sache noch. Wie habt ihr es geschafft, meinen Scooter zu klauen? Ach, das macht Jan im Schlaf. Jim! Ihr habt wohl immer noch nicht kapiert, mit wem ihr euch hier anlegt, ne? Willst du ein Tattoo? Hol die Tätowiermaschine! Ja. Jetzt kriegst du das regenbogenpupsende Einhorn, ja? Los, Brutus! Hi, Papa. Wir spielen nur. Ja. Hast du die Bäume umstrickt? Ja. Super Sache. Ich bin auch gegen die Abholzung der Bäume. Ohne Bäume keine Vögel und ohne Vogelgezwitscher stehe ich nämlich früh nie auf. Ihr beide seid auch mit dabei? Ja, natürlich, wir sind dabei. Also, wir sind die Bäume-Gang und wir stricken für die Bäume. Du könntest auch mal was Sinnvolles machen. Hey, du hast eine Masche fallen lassen. Brutus, gib die Masche auf. Also, wenn Brutus jetzt sowieso mit Schrinken beschäftigt ist, dann können wir doch mal seinen Scooter ausleihen, oder? Tim! War bloß eine Idee. Für heute hatten wir genug Stress. Mist! Gianni, was ist mit der Vase passiert? Das hat Konsequenzen. Entweder du bringst 2 Wochen den Müll raus oder du putzt das Klo. Das kannst du dir aussuchen. Tim, kann ich heute in deinem Bauwagen pennen? Das kriegen wir hin.